Es vergeht ja mittlerweile kein Tag, der nicht irgendetwas oder irgendjemandem gewidmet ist. Vom Apfel bis zur Jogginghose ist so ziemlich alles dabei. Heute beispielsweise ist ein musikalischer Tag im Kalender vermerkt, nämlich der Hug a Drummer Day, zu gut Deutsch, umarme einen Schlagzeugertag. Und tatsächlich sind ja die trommelnden Zeitgenossen doch eine ganz besondere Spezies. Unser Musikexperte Georg Holzer hat sich deshalb ein paar Gedanken um die Schlagzeuger und deren Welt gemacht. Beginnen wir einmal mit dem immer noch wahrscheinlich berühmtesten Schlagzeuger, Ringo Starr von den Beatles. Charlie Watts von den Rolling Stones spielt mittlerweile seit 56 Jahren bei der Band mit dem gleichen steinernen Gesichtsausdruck. Tja, und dann wäre da noch Keith Moon von The Who, der durch sein dann doch eher exzessives Schlagzeugspielen Vorbild für eine Figur der Muppet Show geworden ist. Aber sprechen wir doch zwischenzeitlich einmal mit einem Schlagzeuger. Klaus Pérez Salado ist einer der gefragtesten Schlagzeuger des Landes und spielt zum Beispiel in der Band von Christina Stürmer. Hallo Klaus, Hug a Drummer Day. Braucht es einen Schlagzeuger besonders, dass er hier und da mal gedrückt wird? Naja, oh ja, unbedingt. Also bitte immer, wenn ihr einen Schlagzeuger seht, drücken. Das brauchen wir. Es ist einfach, sonst könnten wir nicht so spielen, wie wir spielen müssen. Stört es einen Schlagzeuger manchmal, dass er einfach da hinter der Band sitzt und eigentlich gar nicht so wahrgenommen wird vielleicht vom Publikum? Es hat alles Vor- und Nachteile und ich muss sagen, dass ich die Vorteile viel mehr schätze, einfach weil man wirklich oft viel mehr Ruhe hat. Und die Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, ein bisschen genauer zuschauen und genauer zuhören, die merken es eh. Und man erspart sich andererseits viel Stress in vielen Situationen, ja. Ich finde, dass der Schlagzeug auch ein bisschen, sehr oft, das habe ich auch sehr oft beobachtet, ein bisschen so eine Vermittlerfunktion hat. Also es ist irgendwie wirklich so ein Ruhe, also nicht vom Spielen sind natürlich die treibende Kraft, sollte auch sein, aber oft so in Harmoniedingen und Dingen, wo man einfach schaut, menschlich auch so eine Einheit zu sein, dass die Schlagzeuger oft diejenigen sind, die immer versuchen, dass alle sich gut verstehen und dass man einfach die Dinge löst und so. Ist interessant, aber habe ich immer wieder beobachtet. Danke. Danke dir. Einmal. Ja, nochmal. Und natürlich wären jetzt noch zwei Herren zu erwähnen. John Bonham von Led Zeppelin und Rick Allen von Def Leppard. Er spielt erstens einmal barfuß und zweitens mit nur einem Arm. Ja, die Liste ist noch lang. Da gibt es natürlich auch noch den Herrn Phil Collins als ganz berühmten. Roger Taylor von Queen, ja. Simon Phillips und Vinnie Kajaluta und wie sie alle heißen, ja. Dave Weckl. Du hast einen Schlagzeuger umarmt an diesem Hug a Drummer Day. Ja, muss man halt. Ist das ein reiner Juxtag oder steckt da mehr dahinter? Es steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Natürlich ist es grundsätzlich einmal ein Juxtag. Es steckt halt mehr dahinter, weil eben Schlagzeuger, wie es auch jetzt in dem Beitrag war, halt eben meistens im Hintergrund agieren. Und es geht halt einmal darum, dass man Schlagzeuger vielleicht einmal ein bisschen in den Vordergrund auch stellt. Schlagzeug ist ja ein bisschen ein Instrument, das nicht sehr viele Leute lernen. Was dann aber auch wieder den Vorteil bringt, dass Schlagzeuger sehr gefragt sind. Schlagzeug zu lernen also ist beginnen, glaube ich, tun schon viele, oder? Kinder wollen in erster Linie einmal Schlagzeug lernen. Also auch kleine Kinder kriegen ja meistens eine Trommel. Das ist, meine Mutter kann ein Lied davon singen oder könnte noch ein Lied davon singen. Da freuen sich die Eltern meistens sehr. Aber es ist dann gar nicht so einfach, Schlagzeug zu lernen, weil wo soll man es üben? Man kann es in Wirklichkeit, also wenn man ein echtes Schlagzeug spielen will, nur in einem Proberaum üben. Oder halt in einer Schule. Es gibt natürlich diese elektronischen Schlagzeuge, die man auch zu Hause spielen kann. Es geht aber, wenn man mit einem Schlagzeuger spricht, auch darum, das ist nicht wirklich Schlagzeugspielen, das ist Klopfen auf Waschmitteltrommeln. Und außerdem hat Schlagzeug auch den ganz großen Nachteil, dass man es eigentlich nur im Verband mit anderen spielen kann. Alleine Schlagzeug zu spielen ist zwar lustig, aber wenn man jetzt sozusagen ein Lied spielen will, das geht auf der Gitarre oder bei einem Klavier, eine Sonate geht natürlich viel einfacher, das kann man alleine machen. Ein Schlagzeuger ist da halt allein auf weiter Flur und da braucht man halt dann schon noch ein gewisses Sitzfleisch, um das durchzustehen. Und da sind dann viele, die da aufhören. Und jetzt kann natürlich auch der Schlagzeug durch den Computer ersetzt werden und wurde auch schon, speziell in den 80ern, glaube ich, war das ein großes Thema. Hat das
generell den Schlagzeugern geschadet, dass sie sozusagen ersetzbar sind eben durch elektronische Instrumente? Während der 80er Jahre grundsätzlich schon, aber es waren dann natürlich die Schlagzeuger, die fähig waren, diese Computer zu programmieren. Mhm. Deswegen war es nicht so arg. Und es hat sich dann Anfang der 90er Jahre auch wieder herauskristallisiert, dass Gitarrenbands und akustische Bands, akustische Instrumente wiederkommen. Und da sind die Schlagzeuger natürlich auch gekommen. Es ist jetzt so, dass Schlagzeuger sehr gerne elektronische Tools verwenden. Viele Schlagzeuger haben, wenn man bei einem Konzert ist, sieht man immer so ein kleines Pad vor das sich. Octopeter, ja. Mhm. Ja, also sie verwenden das und sie kümmern sich auch darum, aber es ist so, dass die Elektronik heutzutage eigentlich den Schlagzeuger, der tatsächlich an einem Schlagzeug sitzt, mit Trommeln. Kann doch nicht ersetzt werden. Ja, genau. Du hast ja gerade den Klaus Perez Salado, den Drummer von Christina Stürmer, umarmt. Wie schaut es denn sonst aus im deutschsprachigen österreichischen Raum an Schlagzeugkoryphäen? Gibt schon was, oder? Gut, ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Es gibt zum Beispiel den Christian Aigner, das ist ein Wiener, und der ist der Tourneeschlagzeuger von Depeche Mode immerhin. Ja. Also der hat es wirklich geschafft. Und man kann auch in die volkstümliche Schlagermusik gehen. Die Paldauer zum Beispiel, da gibt es den Franz Griesenbacher. Der ist jetzt nicht nur singender Schlagzeuger, sondern er ist eigentlich auch der Gründer der Band. Was war kürzlich bei uns zu Gast. Ja. Was auch sehr ungewöhnlich ist. Und das ist überhaupt eine Schlagzeugform, die ganz minimalistisch ist. Peter Behrens vom Trio. Auch so kann man Schlagzeug spielen. Er ist jetzt leider mittlerweile verstorben. Ja, und der Thomas Lang, legendärer Drummer von Falco, ist mehrfach zum Schlagzeuger des Jahres gewählt worden. Also eigentlich sind wir eh in Rhythmusdingen gut aufgestellt. Österreicher haben ja Taktgefühl, wie wir wissen, oder? Ja. Wenn wir wollen. Ja. Und das hört man natürlich auch. Damen, die Schlagzeug spielen, sind selten, gibt es aber auch. Sheila E. Prinz Schlagzeugerin. Genau. Ansonsten ist das eher eine männliche Domäne. Mhm. Ich hätte zum Schluss noch was für Menschen, die nicht unbedingt so schlagzeugaffin sind. Es gibt auch Alternativen zum Hacke Drama Day. Heute ist nämlich auch noch der Cake Decoration Day. Okay. Also, Cake Decoration Day. Aha. Ja, man darf. Kuchen Dekorationstag. Und the World Porridge Day. Haferbrei. Naja, also für jeden, was da. Ja, eben. Ja, Schlagzeuger. Lass dich umarmen. Schuldest mir eine Umarmung, mein Lieber. Ich habe immerhin 3 Jahre erfolglos gespielt. So, ja. Das Taktgefühl habe ich dort auch liegen gelassen.